Willkommen, Freunde des gepflegten Würfelns. Gitz Gaming hier. Mein Name ist Stefan aka Git. Heute in Company von Daniel aka Just Dan. Wer ihn kennt, wer ihn mag. Wir spielen heute Battlelines. So schaut es hier aus. Vier Objectives. Ist ein klassisches Hold One, Hold Two, Hold More. Vital Ground ist das missionsspezifische Secondary. Das heißt, wenn ich die Objectives in der Mitte halte, 1, 2, kriege ich pro Objective 2 Punkte. Halte ich das beim Gegner, wo hier eins ist, respektive auf der anderen Seite hier, bekomme ich 3 Punkte bis maximal 7 Punkte, wer es zusammenrechnet. Ja, wir haben die Seite noch nicht ausgewürfelt. Wir haben uns aber auch die Secondaries haben uns schon ausgesucht. Wir spielen heute White Scars gegen Custodes. Der Dan fängt mit 7 Command Points an, ich fange mit 9 an. Er nimmt Engage, Vital Ground, das ist das missionsspezifische, und Oath of Moment für die Marines, ist relativ aufgelegt. Ich nehme Grind Them Down, das ist das Zerstör du mehr als der Gegner dir, Vital Ground ebenfalls, und Assassinate, weil er 4 Charaktere hat und 2 keinen Invul Safe haben. Ja, kurz das Battlefield noch angeschaut. Wir haben unsere großen Ruinen wie immer, einige davon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Heute nicht so ganz viel große, weil ich schon gewusst habe, dass nicht so viel geschossen wird. Das sind beide eher nahkampforientierte Armeen, wobei der Dein ein bisschen Shooty hat. Gehen wir gleich in die Listenvorstellung. Ich nehme meinen Schummelzettel mit, falls ich was vergessen habe. Ich fange wieder mit meiner an, nicht weil ich egoistisch bin, sondern weil ich mich mit der besser auskenne und damit schneller bin. Es hat sich ein bisschen was getan im Vergleich zur alten Liste. Wir haben zwar weiterhin den Kern von dem Schildkapitän auf Downeagle Jetpack, der mit dem Auric Aquilas, also 3+ Rettungswurf, ausgestattet ist. Er hat auch weiterhin den Wallet Trade Superior Creation, das ist ein 5er Feel No Pain, und er hat den Captain Commander Trade Unstoppable Destroyer, das heißt, ich kann mich W3+3 Zoll in beliebige Richtungen konsolidieren und auch reinpeilen. Dann haben wir den anderen Shield Captain, ich spiele wieder Dreadhost, der den Dreadhost Wallet Trade hat, das ist der. Wie auch immer das heißt, die Exploding Sixes sind 6 Zoll für ihn und für alle anderen Dreadhost Custodes. Und dann haben wir noch eine Vexilla Magnifica, die so ist wie sie ist, und irgendwas anderes. Ah ja, er hat auch noch die Dreadhost Axt Admoni Mortis mit mehr AP, also minus 3 AP und Flat 3 Schaden. Von den Units her haben wir ein bisschen gekürzt, wir haben nicht mehr 3 von den Sagittarum. Mir ist letztes Mal aufgefallen, dass ich zu wenig habe, um in die Mitte zu pushen. Deswegen haben wir einmal Sagittarum rausgenommen und gegen 3 Sword and Board und 2 normale ausgetauscht. Da wird sich der eine oder andere fragen, na gut, wie geht sich das auf einmal aus? 3 Sagittarum kosten sicherlich nicht mehr als 5 andere Custodes. Richtig, auch die Jumpy Dudes, die Venetari, sind reduziert worden. Nicht 2x3, sondern 1x4. 3 mit Speer und einen mit dem Buckler zum Tanken, der ein bisschen mehr Rüstung hat, weil die mit Speer haben ja nur einen 3er Rüstung. Andere Elite haben wir weiterhin die 4 Alaros, die letztes Mal gute Arbeit geleistet haben. Einmal Min-Einheit von den Prosecutor Sisters of Silence. Einen Achilles Dread, billigste Variante, glaube ich, 160 Punkte. Hat nicht die besseren Bolter, sondern die ganz normalen. Und ist auch nicht Eternal Penitent. Hat auch so gut funktioniert. Und die 3 Unit Bikes war auch gut. Hätte mir letztens ein viertes Bike gewünscht. Aber ja, 2, die goldenen mit Salvo Launcher und der schwarze mit dem Hurricane Bolter. Gut, nicht ganz 2000 Punkte, sondern 1998. Was soll man tun? Gut, da haben wir White Scars, Alpha Legion White Scars. Wo fangen wir an? Bei den Charaktermodellen, ist am leichtesten. Ich übergebe dir das Wort, weil du weißt die Trades und so weiter besser. Okay. Charaktermodelle, ein Slapin mit Benediction of Fury. Von den Liter 9 hat er plus 1 to hit für Shooting, wenn man die E-Runde was zu tun hat. Und sonst natürlich die White Scars Litanie, Wound Reroll, und er kann auch Hit Reroll im Nahkampf hergeben. Das macht natürlich Spaß. Dann den Corsair Rokan für plus 1 to wound, also wirklich als reiner Buffing-Character.
Das ist gerade der, weil jetzt gerade als letztes die Info bekommen hat, dass wir eigentlich alle Alpha-Lischen sind. Ich bin gerade höflichst darüber informiert. Apo mit Schiefer, Apo Upgrade und der hat auch dieses Relic, was Plus End of Charges und Advances gibt. Oh, also nicht die größere Bubble. Nicht die größere Bubble, okay. Ich muss 3 Zoll messen statt 6 Zoll, also es wird ein bisschen besser. Und ein Librarian ist ein normaler Librarian, also kein Phobos Librarian. Ja, aber ein Primaris schon. Ein Primaris, genau. Mit zusätzlichen Spruch und den zusätzlichen Spruch nimmt er von dem Weiß Gas, das ist auch das Plus-Chargen. Und aus der Librarius hat er dann den Retter und das Nullser. Okay, beim Slapping noch eine Frage. Auch Master of Sanctity wieder mit dem Waller Trade, dass er es besser casten kann. Master of Sanctity, dass er es besser casten kann. Genau. Und wenn er Charge plus W3 Attacken von der Weiß Gas. Jugorian Storm, ja. Genau. Und hat er das Mantra of Strength, damit er nochmal besser wird? Das Mantra of Strength hat er auch drin. Okay, na super. Das ist das Zweite, was er sich ausgedrückt hat. Das heißt, der kann dann der klatscht, Damage 5 der, zu haben. Der klatscht fest. Unendlich viele Attacken, der macht Spaß. Okay. Im Kern haben wir einmal normale Intercessors mit Assault Rifle, 2 Incursors, die sich halt auch außerhalb der Deployment Zone aufstellen können, in der Elite 205er Blade Guard, die halt wirklich ein schönes Zentrum bilden, auch für Oath of Moment. Einmal 5x Plasma Inceptors im Fast Attack und noch 7 Vanguard Veterans mit 5x der Claw und Shield und 2x mit normalen Chainsaw und Shield. Sind die always the first to die. Ja. Einmal 3 Attack Bikes, das sind Stand-in Attack Bikes und einmal ein einzelnes, auch für Engage und für Off. Ein Landspeeder für das gleiche und einmal Eradicators, weil die immer effizient sind. Na super. Sind wir gespannt, wie das ausgeht. Jetzt haben wir letztes Mal gegen die Tyranniden ziemlich Packung gekriegt. Also ziemlich Packung gekriegt ist nicht wahr. Also wir haben uns ganz gut gehalten, aber nach Punkten verloren. Wir würfeln jetzt geschwind aus, wer Attack und Defender ist und melden uns dann nach der Aufstellung wieder. Bis gleich. Willkommen zurück zur Aufstellung. Ich habe den Wurf gewonnen, habe mich als Defender für diese Seite entschieden, weil ein bisschen mehr Line-of-Sight-Blocking ist und weil der Dan mehr harten Beschuss auf Reichweite hat. Wo habe ich mich hingestellt oder was ist in Deep Strike? Deep Strike wieder 3 Units. Schauen wir mal, ob mich das in den Arsch beißen kommt. Warum 3? Wer die Custodes und der Dreadhost kennt, The Golden Lights of the Moriates, bis zu 3 Units können 3v6 chargen und den niedrigsten Würfel weglassen, insofern 3, ja. Das heißt, Venetari in Deep Strike, die Alaros in Deep Strike und der Alaros Captain in Deep Strike, nicht nur, weil ich keinen Platz mehr an Bord habe, um sie gescheit zu verstecken, gibt mir auch die Möglichkeit, einfach näher an den Dan heranzukommen, weil wenn er möchte, könnte er weiter hinten stehen bleiben und mich mit irgendwelchen unnötigen Units füttern, was er sicher machen wird, weil er von Hadar war. Und ich komme nicht an seine Gescheiten ran, deswegen haben wir das so gemacht. So, da sind die Jetbikes, dann haben wir die große 5er-Unit der Guard und die 5 Mädels. Dann 3 Sagittarium, die eigentlich im unteren Geschoss stehen, aber damit man sie auch sehen kann und wir sie nicht vergessen, stehen sie oben. Geben Character Protection für die Vexilla, die da in 6 Zoll von so gut wie allem steht, sogar bis zum Dreadnought reicht das. Reicht es nicht, wurscht, aber der Captain und die anderen Sagittarium sind da. Auf der Seite habe ich nichts mehr hingestellt, wie gesagt, nicht so viel an Bord, aber schön zentral gehalten und alles ein bisschen in Striking Distance von den mittleren Objectives. Beim Dan sind nur die Vanguard Veterans in Deep Strike, alles andere startet am Feld. Gehen wir von hinten nach vorne. Die Eradicators mit den 3 Attack Bikes mit Melter. Dann haben wir die Einheit Alibi Intercessors, die die eigene Hälfte hält oder die eigene Aufstellungszone hält. Das Leplane, der Apo mit fast allem in 3 Zoll wahrscheinlich. Der Librarian, Corsaro Khan, auf der Vorderseite, jetzt müssen wir auf die andere Seite, auf der Vorderseite haben wir eine Unit der Blade Guard, die zweite Unit der Blade Guard ist hier herüben, da hinten der Landspeeder Storm und die Inceptors und das einzelne Techbike. Und dann haben wir hier einmal Incursors und die zweiten Incursors, wer hätte es gedacht, auf der anderen Seite natürlich, die stehen schon am Objective, Monkey Garnet, die noch nicht. Schauen wir mal, wer den ersten Zug hat. Das machen wir immer on camera, damit wir euch ein bisschen was von unserer Spannung übertragen können. Ich hätte gerne den zweiten mit einem Vierer.
schwierig. Respectable. Nein, ich habe die letzten zwei Mal habe ich anfangen dürfen. Das war ja grandios. Das ist wieder ein Sechser. Das wieder ein Sechser. Ich bin begeistert. Ich muss schon wieder anfangen. Er ist begeistert, ich ehrlich gesagt gar nicht so. Muss mal schauen, wie das ausgeht. Ich hätte Runde 1 einfach nichts beschießen können. Aber ja, das ist was ausgegangen mit viel Bewegung. Ich werde jetzt eher eine verhaltene Bewegung machen, aber ich werde das alles dann zusammengefasst kriegen und sehen. Mit Custodes, Turn 1 melde ich mich dann nachher wieder. Ende Custodes, Turn 1. Was ist passiert? Wir haben uns vorsichtig vorbewegt, da die Unit mit den Sisters of Silence ist hineingewandert, um geschützt zu sein. Die Jetbikes sind von dieser Seite auf diese Seite hinübergesprungen quasi. Da es ein Hold 1, Hold 2, Hold More ist, habe ich mehr oder weniger darauf verzichtet, mich auf mehr Objectives zu stellen. Ich sage euch auch gleich warum. Die sind einfach nur ein Stück vorgegangen, sind tatsächlich oben, damit sie einfach was sehen. Vorgegangen, hier vor Advanced. Die haben da hinübergeschossen auf die Incursors da hinten, man sieht sie da hinten. Habe ich einen sogar erschossen, wunderbarerweise. Und der Captain ist hierher gesprungen, oder mehr oder weniger hierher gesprungen, hat gecharged, hat drei gekillt und ist wieder zurückgehüpft mit seinem Unstoppable Destroyer Trade. Moraltest haben wir geschafft. Weswegen bin ich zurückgesprungen? Am Objective bleiben hat da nichts gebracht, weil ich könnte zwar im Nahkampf bleiben, aber er fällt einfach zurück und charged mich dann wieder. White Scars halt. Das heißt, durch Beschuss bin ich da nicht sicher. Und da er zwei Modelle am Objective hat und mit beiden OPSEC hat und ich nur eines, zahlt sich nicht aus. Das heißt, er kann eh nicht scoren, ich kann erst nächste Runde scoren, ich score dann halt nur für die Herrschaften wahrscheinlich, außer sie überleben das nicht. Ja, dann sehen wir uns wieder spätestens am Ende White Scars Turn 1. Vielleicht zahlt es sich aus, dass wir nach der Schussphase mal reinschauen, je nachdem, wie intensiv die Runde war. Bis gleich. Ende Turn 1 White Scars. Von der anderen Seite, um alle zu verwirren. Es ist hier auf relativ breiter Front einmal vorgegangen, laufen worden, Techbikes vorgerückt, die Blade gerade ein bisschen hier vorgerückt, ein bisschen harmloser, einfach um sie nicht zu verheizen. Die andere Blade gerade sehr weit vorgerückt, hat auch den Charge dann geschafft mit plus 3 auf den Shield Captain. Inceptors vorgesprungen, die Incursors da drinnen sind geblieben, wo sie sind, haben sich das Objective soweit einmal gesichert. Sonst ist eigentlich nicht viel passiert. In der Schussphase, ihm hat es geraten, wie man so schön sagt. Er hat nur mal einen Lebenspunkt. Dadurch, dass er nicht degraded, ist es aber Gott sei Dank wurscht, also er bleibt gleich. Was mich ein bisschen härter getroffen hat, war die Blade Guard. Leider Gottes habe ich da nicht ganz, das haben wir vorher gerade besprochen, der Schnitt ist halt bei den Custodes wichtig und wenn fünf Runden durchgehen und man dreimal die 3 Plus nicht schafft von den 5, dann ist es gerade der schlechte Schnitt. Reroll habe ich nehmen müssen, also hat mich ein Command Point gekostet. Und von den 4 Wunden, die dann durchgegangen sind, kein einzig mit vielen Pain gesaved, was wieder nicht der Schnitt ist. Heißt jetzt nicht, dass ich jammere und sage, oh, ich bin so arm und ich kann nicht gut würfeln. Aber da merkt man einfach bei den Custodes, dass sie davon sehr abhängig sind. Also wenn das immer so leicht Unterschnitt ist, auch wenn es nicht schlimm ist und ich keiner bin, der über die Würfeln jammert, merkt man da einfach, das scheißt ihnen ein bisschen rein, kann natürlich in die andere Richtung auch wieder rausschwingen. Nachdem ich gekämpft habe und einem Blade Guardian eine Wunde gemacht habe, nachdem auch das ein bisschen unterdurchschnittlich war, bin ich rauskonsolidiert aus dem Nahkampf, damit ich mich da frei bewegen kann. Der gute Mann wird wahrscheinlich verheizt werden, es ist halt so. Aber ja, schauen wir mal, was in Turn 2 bei den Custodes passiert. Der Dan kriegt 2 Punkte für Engage, weil wir hier rübergekommen sind in dieses Viertel. Und Oath of Moment ist, wie wir alle wissen, ein bisschen billig. Das heißt, er steht mit dem Landspeeder Storm steht in der Mitte und er ist nicht zurückgefallen. Das heißt, auch hier 3 Punkte für einen Total Score von 5 gegen meine 0. Ich habe noch nichts. Ich kriege jetzt 5 Punkte, weil ich auf einem Objective stehe. Wir sehen uns spätestens am Ende Turn 2 Custodes. Ja, da sind wir wieder zurück. Ein ziemliches Blutbad und Gemetzel. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich gehe mal über auf die andere Seite vom Tisch. Lass kurz die Kamera nachschwingen, sonst geht das nicht. Was haben wir hier? Es hat ein bisschen Movement Shenanigans gegeben, muss ich sagen. Da sind vorher viele Blade-Gardisten gestanden. Vielleicht hätte ich dann nach der Bewegung einmal oder nach den Charges zumindest einmal eine Zusammenfassung machen sollen. Da drinnen waren noch 3 Blade-Gardisten und 2 Incursors.
Ein Incursor ist erschossen worden, der andere hat mit einem Lebenspunkt überlebt. Hier sind die Alarus mit dem Stratagem Teleport Homer hinuntergeschockt. Und ich habe zusätzlich die zwei Command Points ausgegeben, bin jetzt nackert für die Golden Lights of the Moriads, das heißt die 3W6 Charges. Ich habe es mit ihnen geschafft, ich habe es auch da hinten, sind die Venetale runtergekommen neben dem Captain, mit denen habe ich es auch geschafft, mit Captain habe ich es nicht geschafft leider. Habe ich aber in 6 Zoll belassen. Ich habe in der Schussphase sonst eigentlich recht wenig gemacht. Ich habe die Incursors, die da drinnen gestanden sind, ein bisschen angeratzt. Ich habe einen Blade-Gardisten da erschossen in der Mitte, der wird aber wieder zurückkommen, insofern wurscht. Obwohl er wird wahrscheinlich nicht zurückkommen, er wird einen Track zurückkommen, fürchte ich. Ja, und dann kam die Charge Phase und die war relativ ergiebig. Die Terminatoren haben es hineingeschafft. Dieser junge Herr hat sich ausgezahlt. Der hat zwar 3 Hits gemacht, 3 Wunden, und hat aber 3x 5 plus gewürfelt beim Schaden und hat 3 Inceptors geschlachtet. Der Chaplain hat es leider überlebt. Den hat er ein bisschen schlecht gewürfelt bei den Saves. Ich habe es dann aber aufgeholt mit schlechten Schadenswürfen, weil er hat 4, glaube ich, im Durchgang. Mhm. Und im Schnitt 4x2 ist 8 und er hat 7 Lebenspunkte. Und wenn man sieht, er hat noch 2, er hat es überlebt. Was nicht gut ist, naja, da, vielleicht kommt er ab und hin, vielleicht auch nicht, muss man schauen. Mein Captain hat die restlichen 2 Inceptors gefressen, hat zurückkonsolidiert in den Schutz des, in den 3 Zoll Schutz des Dreadnoughts. Da drinnen habe ich 2 Blade Guardians gefressen und die Incursor, den letzten Incursor, der da gestanden ist. Das heißt, ich stehe mit einem Obsec auf dem Objective. Ein bisschen wenig, aber besser als nichts. Der letzte Blade Guardian ist geflohen mit einem unpassenden Sechser. In der Mitte, das sieht man von da wahrscheinlich besser, in der Mitte sind die Sisters of Silence vorgerückt. Leider Gottes habe ich da die 3 Zoll vergessen, das heißt wahrscheinlich bye-bye. Die Guard ist hineingecharged in den Speeder und hat hier ein bisschen aufgeräumt, hat den Speeder gefressen, der hier gestanden ist. Und die Jetpacks haben da drüben die Incursors gefressen, was jetzt auch wenig verwunderlich war. Das klingt alles ganz arg und als hätte ich viele Punkte gemacht. In Wirklichkeit werde ich jetzt wahrscheinlich Grind Them Down scoren, weil ich 5 Units zerstört habe und das wird er hoffentlich nicht schaffen, das zu matchen. Die Eradicators habe ich da drüben auch noch gefressen im Nahkampf, verzeihen. Das heißt, ziemlich harter Strike. Schauen wir mal, was die Whitescars zurückmachen können. Gott sei Dank bin ich noch nicht in ihrer Turn 3, wo sie richtig viel Damage machen, pro Attacke, die durchgeht. Er hat auch nur 2 Command Points, weil er auch auf einen sich runter verausgabt hat. Aber wie gesagt, ich nehme mal an, es kommt ein Track zurück, damit die Melterschüsse wieder fröhlich weiterkommen. Und der eine Blade Guard weniger ist egal. Da könnte er noch hochheilen auf 5 Lebenspunkte, das wäre mir ein bisschen unangenehm. Muss man schauen, wie es geht. Ich habe keine Command Points, ich kann jetzt alles, den Turn 2 der White Scars, nur über mich ergehen lassen. 5 Punkte, 5 Primaries. Auf den anderen stehe ich momentan. Schauen wir mal, wie es weitergeht in Turn 2 White Scars. Da sind wir wieder zurück. Uiuiui. Ui. Aber was hat sich getan? Ich gehe, glaube ich, wieder auf die andere Seite. Macht es leichter. Man sieht da schon ein paar Custodes-Verluste, aber nur ein paar eben. Die zwei Herrschaften haben nichts geschafft. Machen wir es wieder wie üblich, die Bewegungen zuerst. Dieses Track ist vorgesippt. Der Librarian war im Nahkampf, okay, war im Nahkampf. Der Chaplain ist da raus, ist dann wieder reingecharged. Schießen durfte er nicht. Die Tracks haben meine Jetpacks aufs Korn genommen, haben eins erschossen mit den Meltern und mit den Boltern und hat ein zweites auf die Hälfte runtergebracht. Corsaro hat eine Sister mit dem Adler niedergepackt. Die Vanguard Vets sind hier runtergekommen und sind dann da hineingecharged. Ja, es waren vorher 7. Es sind schreckliche Dinge passiert. Genau, das waren die Bewegungen. In der Schussphase ist eben nicht viel passiert. Die Trikes haben reingeschossen, haben da ein bisschen Schaden gemacht bei den Jetbikes. Da ist versucht worden, den Captain, glaube ich, zu assassinaten, war das? Weil er das nächste Ziel ist, sonst wäre es nicht gegangen. Ist gescheitert, glaube ich, nicht getroffen und dann nicht verwundet oder solche Späße. Also es war nicht glücklich. Der Chaplain ist rein, hat fabelhafte 9 Attacken, glaube ich, gehabt, hat auch 7 Wunden oder so gemacht
Und dann kam das Würfelinferno der Custodes. Es geht auch in die andere Richtung. Einer ist durchgegangen, plus zwei Mortal Wounds, deswegen hat er zwei Lebenspunkte weniger. Aber die eine, die durchgegangen ist, hat halt den Angeratzten erwischt. Die Custodes haben dann im Gegenzug den Librarian erschlagen. Auf der anderen Seite sind die Vanguard Vets reingerauscht, haben drei von den Venetari erschlagen und der übrig gebliebene hat sich gedacht, I'm a fucking hero! Und hat vier erschlagen und einen Lebenspunkt weggenommen. Exploding Sixes sei Dank, also ich muss sagen, Dread Host gefällt mir ganz gut, um den Output der Custodes besser zu machen. Was ich ein bisschen üben muss, ist, dass ich es nicht einen davon profitieren lasse, sondern irgendwie den Rest der Armee. Das müssen wir noch ein bisschen üben. Und da drinnen sind auch die Blade Guard Vets abgeprallt. Es waren vorher vier, sind reingerauscht, haben zwar zwei mit Sword und Board erschlagen, haben aber nur noch zwei verloren. Also ich habe noch nie, glaube ich, mit den Custodes so gut die W3 Schaden gewürfelt wie heute. Ja, unschöne Szenen. Engage ist nicht gescored worden. Was ist noch nicht gescored worden? Oath ist nur mit zwei Punkten gescored worden, weil die Vanguard Vets, die Blade Guard Vets in die Mitte hineingerauscht sind. Aber er ist zurückgefallen, das heißt, da gibt es auch nichts und es ist weder ein Charaktermodell noch ein Fahrzeug gestorben. Ich score jetzt leider Gottes fett für den Dan. Ich stehe auf drei Objectives, eins, zwei da im Haus und drei. Das heißt, ich kriege die 15 in meiner Runde. Plus, ich kriege für Vital Ground jetzt in meiner Command Phase auch noch einmal zwei für das eine und zwei für das andere, das heißt vier. Was recht heftig ist. Assassinate habe ich mir schon eingetragen, den Librarian habe ich erledigt. Und Grant Them Down sind, glaube ich, vier, das muss ich aber jetzt noch nachschauen. Drei oder vier. Ich glaube, es sind vier, das schaue ich noch nach. Das haben wir vergessen, noch einzutragen. Ja, ich melde mich wieder mit meinem Turn 3, wenn der fertig ist. Bis in Kürze. Ja, ein letztes Mal melden wir uns zurück. Wir haben es jetzt gut sein lassen, nachdem... Genau, ich habe meinen Zug nicht zusammengefasst. Also es ist der Contemptor ein bisschen nach vorne gekommen, es ist alles da so ein bisschen hinüber. Die Alaris sind aus dem Nahkampf rausgefallen, damit der Chaplain, der da gestanden ist, frei wird, um beschossen zu werden. Der Captain ist ein bisschen nach vorne geflogen, damit er dann einen Charge auf den Apo hat. Der Alaris-Captain ist... danach vor, damit er einen Charge Chain 1 hat und dass er die Exploding Sixes Bubble verteilt. Die Sisters sind vorgelaufen, damit sie dieses Objective halten und die Sagittarium sind hinten hinuntergekommen, damit sie einfach irgendwann einmal, wenn das Spiel noch länger gedauert hätte, noch mitmischen konnten. Die Sagittarium haben dem Chaplain, glaube ich, schon 4 Lebenspunkte von seinen 5 weggeschossen. Der Sagittarium im Haus, der jetzt da steht, hat ihm dann den Rest gegeben. Der Apo hat den Beschuss vom Dreadnought überlebt, nachdem ich hier ein Back weggeschossen habe und damit keine Character Protection, das ich rausbringe, in dem Bereich mir gegeben war. Die Jetbags haben beides gecharged, die zwei Tracks, die da gestanden sind, plus den Corsaro, der dahinter gestanden ist, der ist sich mehr oder weniger genau ausgegangen, dass ich ihn kill. Der Captain hat den... Naja, hat 9 Wunden gekriegt, da habe ich auch wieder explodierende Schadenswürfe gemacht. Heute haben sich die W3 Schadenswürfe ausgezahlt. Captain hat den Apo erschlagen, die Guard hat die Blade Guard erschlagen, relativ sicher. Und ja, dann haben wir noch gesagt, okay, wir machen einen lustigen Endturn und schauen, was er noch rausholen kann. Theoretisch hätte mit der Assault Doctrine der White Scars der einzelne Sergeant mit 5 Attacken meinen Captain umratzen können. Ich habe ihm noch die Rerolls abgedreht, hat er nicht gebraucht, er hat 2 Wunden hat er gemacht. Eine habe ich auf den 3er gesaved und damit war es schon unmöglich. Er hat also noch einen Lebenspunkt. Das ist ein Thema, das sich bei den Custodes durchzieht. Auch der Dread hat nur mehr einen Lebenspunkt schon die ganze Zeit. Ja, ich habe jetzt nicht mehr zurückattackiert, weil wir wissen, selbst wenn die jetzt im Turn vom Dan nicht sterben, der geht auf jeden Fall. Und wenn die jetzt nicht gehen, dann gehen sie nachher. Also selbst wenn ich jetzt noch weiterspielen würde, ist spätestens in meinem Turn 4 ist das Ende. Der Hero hat auch überlebt, heute haben die Venetari wirklich überzeugen können. Generell haben alle Custodes überzeugen können. Ich habe zwar am Anfang ein bisschen Pech gehabt mit den Rüstungswürfen, auch mit den Schadenswürfen. Das war immer so leicht Unterdurchschnitt, was man bei den Custodes relativ schnell merkt.
Andererseits merkt man es dann auch relativ schnell, wenn es auf einmal ein bisschen über dem Schnitt wird oder deutlich über dem Schnitt, weil dann reißen es halt wirklich fast allen den Popsch auf, sogar den OP Marines. Ich finde sie mittlerweile, wir haben schon darüber gesprochen, dass, wir sind beide Marine-Spieler, das soll jetzt kein Ranzen auf hohem Niveau sein. Wir sehen jetzt immer wieder, dass die Marines schon ein bisschen vom Thron gestoßen werden, eben von Death Guard, Drukhari. Es gibt natürlich ein paar sehr, sehr potente Marine-Orden wie die Dark Angels, aber wenn man Whitescars zum Beispiel spielt oder einen der anderen nimmt Orden, ist es nicht mehr ganz so heftig. Also es ist, klar sind vielleicht ein paar Spielfehler passiert, da zum Beispiel die Eradicators an die Front stellen und da screenen lassen, statt dass die Intercessors vorgehen, das hat natürlich jetzt geöffnet. Andererseits, es hätte auch zu viele Command Points dann gekostet, weil selbst wenn ich die Intercessors chargen muss, müsste die Eradicator so weit nach hinten stellen, dass ich nicht hinein konsolidieren kann. Und das ist ein bisschen, es geht sich manchmal nicht aus. Also ich habe da einen ganz guten Charge, glaube ich, gewürfelt. Ansonsten, mir sind jetzt nicht wahnsinnig viele Fehler aufgefallen. Da drüben, du wolltest die Plasma Inceptors, die hätte ich defensiver spielen müssen. Also, ja. dass die gehen, war nicht super schnittig, aber das kann passieren und die sind so wichtig in dem Game. Aber da hat man dann gemerkt, dass mir einfach die Staying Power auf der Seite ausgeht. Genau, also da sind ein Element nach dem anderen hat er verloren. Dass die alle auf einmal gehen, ist halt bitter. Andererseits, wenn ich 4 von den 5 erschlage, dann könntest du den Moraltest versauen, was du halt oft gemacht hast. Also du hast den Blade Guardian da drinnen verloren, den letzten Intercessor hier verloren, einfach durch die Moral-Checks. Und da haben wir auch vorher gesagt, bitter, dass es überhaupt die Regel No-No 4 noch gibt, weil das einfach lächerlich ist. Man hätte den Reroll lassen sollen oder Combat Attrition ausschalten, irgendwas, weil meine Marines sind jetzt nicht so schlecht, aber das ist einfach, da fühlt man sich ein bisschen verarscht. Ja, ansonsten bisschen Pech halt auch dabei. Ich weiß nicht, ob es Pech war, aber ich weiß nicht, was du gewürfelt hast beim Schaden, aber es sind ja recht viele Schadenswürfe auf den Dread durchgegangen. Der hat überlebt mit einem Lebenspunkt. Ich meine, der, ich glaube, bei ihm war es nicht ganz so schlimm. Der hat halt jetzt nur überlebt, was schade ist, aber. Meine Frage gewesen, ob ich in dem Charge, ob ich sie in die Assault-Talk drin schicken soll, dann wäre er da. Aber das waren halt nochmal 2 CP. Ja, das war eine. Also der Turn 2 war für beide sehr Command Point intensiv. Da haben wir alle ziemlich aufgebraucht. Ja, ansonsten Sisters of Silence, weiß ich nicht. Ist halt noch eine Unit dabei. Die haben halt jetzt nicht wirklich was gemacht. Sind halt da. Sind so ein bisschen Utility. Sie haben 1 Smite versaut. Ah ja, 1 Smite, Entschuldigung, 1 Smite haben sie versaut. Haha. Also doch nicht so schlecht. Und ja, am Ende hat es sich jetzt ausgezahlt, mit nicht so vielen Units an Bord zu beginnen, wenig Targets zu bieten und dann dafür ab Turn 2 überall oder an mehreren Ecken gleichzeitig einzuschlagen. War zwar ganz gut gescreent, also ich bin nicht an alle Units gekommen, die ich gerne erreicht hätte. Die Eradicators waren Gott sei Dank eins dieser Ziele. Die Inceptors waren das andere dieser Ziele, aber die Tracks, die Melter-Tracks, habe ich lang nicht erwischen können. Ja. Aber ansonsten, ein bisschen Übung haben wir halt beide schon. Vom Positionieren ist mir jetzt auf meiner Seite nicht großartig was aufgefallen. Es hat mich halt mein zweiter Turn extrem viele Command Points gekostet, weil ich den Deep Strike machen musste und noch zwei, also das hat 5 Command Points gekostet und da vermisse ich halt, genauso wie bei den Einsern to Wound, die halt immer wieder mal passieren, vermisse ich den Captain General, der mir die Rerolls gibt und der mir auch ein Strategy mehr oder weniger gratis mir gibt und damit mehr Command Points, den vermisse ich schon recht heftig, aber ich müsste halt irgendwas rausnehmen und ich müsste einen von den Charakteren wechseln, die gefallen mir aber momentan relativ gut, sowohl der schnelle Captain auf dem Jetpack, man braucht es. Dadurch, dass er in alle Richtungen konsolidieren darf, kann er sich nach einem Kampf immer ganz gut in Sicherheit bringen. Und der andere mit den Exploding Sixes hat sich halt heute echt ausgezahlt. Es hat keinen Nahkampf gegeben, wo nicht mindestens ein Sechser dabei war. Und wer die Custodes kennt, jeder Treffer mehr ist halt wertvoll. Du musst aus den teuren Modellen halt wirklich rausholen, was geht. Und das hat heute super funktioniert. Gegen die Tyranniden damals halt nicht so, letzte Woche. Gegen die Marines, leider Gottes, oder Gott sei Dank heute schon. Ja, Endstand können wir uns noch anschauen. Ich meine, wir haben jetzt nach der dritten Runde aufgehört. Man könnte es natürlich dann durchscoren. Was logisch ist, ich wäre jetzt auf allen drauf. Ich habe bei Assassinate alle 12 geholt. Ich hätte dann bei Vital Ground noch alle geholt. Habe jetzt da hier 7 Punkte, oder nicht 7 Punkte, weil wir den vierten Turn nicht gemacht haben mehr. Grind Them Down hätte ich jetzt auch nochmal, habe ich in der dritten Runde auch nochmal gescored.
Die Primaries habe ich jetzt in der zweiten 5 gescored, in der dritten habe ich 15 gescored und der Daniel hat leider Gottes nur die 5 in der Runde 2 geholt und in der Runde 3 gar nichts mehr. Also ist der Letzte, der auch nur irgendwie draufgestanden wäre, ist geflohen auch noch. Engage ist sich nur einmal ausgegangen. Oath, da haben wir lustigerweise gesagt, okay, da sieht man, wie OP dieses Secondary ist. Das hätte er sogar noch fröhlich weiter gescored, weil er nicht zurückgefallen wäre. Das heißt, er hätte noch 2 Punkte dazu gescored. Am Ende sind es, ja. Und du kannst Grind mit Down nicht scoren. Genau, also ich kann Grind, hätte ich jetzt wie gesagt einmal, habe ich hier nochmal gescored. Ich hätte fast gesagt, wenn ich hätte die Attack Bikes jetzt wahrscheinlich nicht mehr gekillt, dann hätte ich nochmal 3 gescored auf 1, 2, 3, 12. Aber das sind so hätte-wahre Geschichten. Rechnen wir es kurz zusammen. 5, 7, 15, 12 in total. Am Ende der dritten Runde, wir rechnen jetzt nicht weiter, 5, 20, 29, Battleground habe ich in Wirklichkeit nur 4, hätte ich eigentlich auch 8, bin ich in der dritten Runde noch drankommen? Wann habe ich Battleground gescored? Du hast 45 Primary insgesamt scoren. Nein, jetzt nur, ob ich jetzt noch gescored. Ihr müsst zweimal gescored haben in der Runde 2. Du scorest jetzt sicher um 7. Nein, ich will nur den Stand von jetzt nehmen. Dann haben wir nur 4, das ist 33, 33 und 12 sind 45. Also 45 zu 12 ist halt frühzeitig zu Ende. Wir haben sie kurz gehört auch. Man hätte es natürlich jetzt aufsummieren können. Außer, also Grind and Down hätte ich wahrscheinlich noch einmal scoren können, weil ich bin mir recht sicher, dass die zwei Bikes den Nahkampf überleben, weil ich einfach nicht so viele Attacken oder starke Attacken auf sie durchbringe. Wäre sogar gut gewesen, hätte ich es nicht ausgeschalten, hätte ich sie in meiner nächsten Runde ausschalten können und nochmal Grind Them Down scoren. Vital Ground hätte ich voll gescored auf die 15 und Assassin jetzt nochmal 12, also im Prinzip fast die vollen Punkte, auch noch zweimal die 15 für die Primary. Da wäre sich einiges ausgegangen, aber das ist alles vergossene Milch. Bei einem Freundschaftsspiel braucht man bei Getabled nicht mehr weiterspielen. Ja, wie immer, Like, Subscribe, Comment. Würde mich freuen, wenn ein bisschen was kommentiert wird. Gern auch zu den Listen, gern auch, was euch wünschen würde für Content. Wenn ihr andere Ideen habt, die sich leicht umsetzen lassen, nicht vergessen, zweifacher Vater und eigentlich Vollzeit beschäftigt, dann geht es nicht viel aus mehr. Ansonsten, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, GG bei Gitz Gaming.